Hallo, du bist ja ein sehr auffälliger, aber auch schöner Vogel. Heißt du zufällig Bulgur? Ja, das ist mein Name. Und du bist bestimmt Luzi. Ja, das stimmt, aber woher weißt du das? Weil ich mir hin und wieder mit Kati oder Hein deine Videos im Internet anschaue. Da kam aber leider schon länger nichts Neues mehr von dir. Das erklärt so einiges. Ja, ich wollte eigentlich keine Erklärvideos mehr machen, aber jetzt bin ich irgendwie wieder in die Sache reingerutscht. Aber sag mal, wo du gerade angedeutet hast, Hein zu kennen, habe ich mich sehr gewundert. Reden wir denn beide von Gevatter Hein? Also, den kleinen Tod? Ja, genau, von dem. Der Tod ist ja auch für das Sterben im Wald zuständig. Und dadurch sieht man sich natürlich hin und wieder. So ist er ja ein sehr netter Geselle. Nur einen todlangweiligen Beruf hat er ja schon. Das stimmt, er ist schon eine Klasse für sich. Aber jetzt mal was anderes. Kati erzählte mir, dass du auch immer Fragen hast. Deshalb bin ich auch hier. Das ist ja klasse! Weißt du, ich habe da nämlich zwei sehr interessante Fragen. Oh, gleich zwei. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Was ist denn deine erste Frage? Weißt du, früher habe ich sehr gerne gelacht. Doch seit einiger Zeit habe ich Angst davor. Du hast Angst davor zu lachen? Ja, denn ich habe mal gehört, man könne sich totlachen. Einige sagen, es würde gehen, andere sagen, es wäre absoluter Unsinn. Was stimmt denn jetzt wirklich? Kann man sich wirklich totlachen? Um dir diese Frage zu beantworten, schauen wir uns das Phänomen Lachen erstmal etwas genauer an. Lachen ist eines der wichtigsten emotionalen Ausdrucksverhalten, die Menschen oder Tiere haben können. Menschen müssen jedoch das Lachen erst einmal erlernen und können nur in den seltensten Ausnahmefällen direkt nach der Geburt lachen. Lachen hilft uns in den verschiedensten Situationen. Es kann ein sehr starkes Glücksgefühl beschreiben, nach überwundenen Gefahren entlasten, zukünftige Gefahren abwehren, Konflikte lösen oder jemand anderen verletzen, indem man ihn auslacht. Außerdem kann man mit dem Lachen in einer Gruppe zeigen, dass man sich zu dieser Gruppe dazugehörig fühlt. Und wenn man ausgekitzelt wird, kann man oft auch nicht anders als zu lachen. Lachen ist auch gesund, denn indem man lacht, regt man stark das Herz-Kreislauf-System, das Zwerchfell und die Bauchmuskeln an. Das kommt einer Art inneren Massage gleich. Das Immunsystem wird übrigens auch gestärkt durch das Lachen. Und wenn man mal starke Schmerzen hat, kann das Lachen den Schmerz sogar betäuben oder die Heilung fördern. Also eigentlich ist Lachen an sich schon eine ganz tolle Sache. Doch Lachen hat nicht nur eine Sonnen-, sondern auch eine Schattenseite. Denn wer zu viel lacht, kann schnell mal einen Muskelkater bekommen. Aber auch Blutergüsse im geraden Bauchmuskel können auftauchen. Und wenn man gerade am Essen ist, kann man sich durch das Lachen auch mal verschlucken. Wenn das nicht schon genug wäre. Denn Lachen kann tatsächlich den Tod anregen. Bis ins 19. Jahrhundert wurde Lachen sogar als eine der seltensten Todesarten aufgezählt. Fakt ist, wer lacht,
kann in diesem Moment nicht atmen. Ein Lachanfall kann also tödliche Folgen der Erstickung oder des Herzinfarktes mit sich ziehen. Der eintretende Tod durch Lachen ist ziemlich selten und eher eine Ausnahme. Wenn man es genau betrachtet, kann man sich nicht totlachen, aber man kann durch zu starkes Lachen Folgen hervorrufen, welche dann zum Tode führen können. Das sollte einen aber nicht davon abhalten, gelegentlich herzhaft zu lachen. Das war ja mal hochinteressant. Also kann man sich nicht direkt totlachen, jedoch steckt ein Funken Wahrheit auch dahinter, da Lachen in den seltensten Fällen den Tod beschleunigen kann. Ja, so kann man das sagen, ganz genau. Aber wir können uns ja ein paar Witze jetzt mal erzählen und nachher beantworte ich dir dann deine andere Frage. Worum geht es eigentlich bei deiner anderen Frage? Ich wollte wissen, ob man sich selbst heiraten kann. Auch wieder ein interessantes Thema, wie ich finde. Da zu einer Heirat ja wenigstens zwei Leute gehören. Aber dazu dann später. Kennst du eigentlich den Witz, wo ein Mexikaner zum Arzt kommt? Nee, den kenne ich nicht. Dann kann ich dir den ja jetzt mal erzählen. Also, pass auf.